Hallo und willkommen zurück hier bei Going Medieval. Ja, in der letzten Folge hatten wir am Ende gesehen, wie Herr Boger noch die Küche geplündert hat, während der Rest geschlafen hat. Ja, das erklärt wahrscheinlich auch, warum sie bei 1,50 109 Kilo wiegt. Jetzt weiß ich auch, warum die Vorräte immer alle weg sind. Na gut, aber die Küche sieht mittlerweile auch wie ein Schlachtfeld aus, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Hier liegen die Grillhaxen neben dem rohen Fleisch und die Knochen. Alter Falter, ja, keine Ahnung, was hier so abgeht in dem Raum, aber es grenzt an Papperei. ja, gut. Wir haben hier anscheinend ein kleines Versorgungsproblem. Das können wir auch noch irgendwie hinkriegen. Okay, Eisenbarren. So. Wir werden 5 Stück herstellen. Klappt aber irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Okay, das läuft. So, wir müssen mal sehen, was wir hier in dieser Folge weitermachen. Während hier alle friedlich verdauen, schlafen. Hier baut ja noch einer was. Ach, Caldwell, der ist mal wieder unser Spätaufsteher. Spät ins Bett gehe, sag ich mal. Was ist denn mit dem eigentlich? Ist das immer so bei dem? Ist das hier so veranlagt? Mal gucken. Etwas müde. Ja, warum bist du denn noch wach, du Vogel? Wohlwollender, eiserner Magen. Hier steht aber nichts davon, dass er unter Schlafmangel leidet oder so. Na, okay. Das ist das meine Schuld. Nee, ich habe ihm einfach sogar Freizeitphase hier gegeben. Okay, dann weiß ich auch nicht, woran das liegt. Ich bin's nicht schuld. So. Ich bin hier der Steward, aber das hat mir alles der König gesagt, was ich machen soll. Ja, gut, nun schauen wir mal, was wir hier Neues wieder entdecken in diesem wahnsinnigen Mittelalter-Überlebenskampf-Aufbauspiel. Hier brauchen wir ganz dringend nicht genug Ressourcen, ja. Nee, was braucht er denn eigentlich? Brennstoff und Eisenklumpen. Ah! Kohle haben wir eigentlich, ne? Haben wir ja gedingst. Eisenklumpen. Ach, haben wir überhaupt mal Eisenklumpen, wie man es gehabt? Man weiß es nicht genau. Hier müsste dringend weitergemacht werden. Eisenklumpen. Haben wir sowas im Lager? Entschuldigung, Grillfleisch. Habe ich gesehen. Wir haben Bier im Lager. Ich fasse es nicht. Wir haben Bier im Lager. Hier ist nichts. Moment, dann machen wir das hier so. Nahrung, Stimulanzien. So, hier Bier hier nicht mehr einlagern. Dafür habe ich ein extra Lager gemacht, hier Pfeifenköppe. Da soll sowas nicht rein. Nur Nahrung. So. Nahrung. Stimulanzien. So, hier alles. Na gut. Mit den 2 Lagern hier, das haben sie anscheinend nicht gerafft. Was sind das Bier? Das ist ja so fest. Ja, hier. Bierhaufen. Das ist der verboten. Okay. Gut, dann heben wir uns die vielleicht für den Winter auf. Eisen. Salzhaufen haben wir hier. Zweige, Kalk, Lehm. Alle möglichen Schaß haben wir hier. Wips, wips, wips. Eintopf, Kohl. Sehr einseitige Ernährung hier. Tja. Das sieht richtig trocken aus, ne, der Boden hier. Wahnsinn. Herbstlich. Also schön, die Farbgebung, finde ich. Muss ich sagen. Sieht echt nice aus. Hier sind noch so viel Wald. Also, das können wir alles mal richtig schön abholzen. Das müsste doch auch jetzt fertig sein, irgendwann hier, ne? So wie groß die schon geworden sind, wächst. Ich frage mich immer noch, ob die das wirklich selber abholzen oder ob ich da die Anweisung wieder geben muss. Die machen ja nichts sondern an die Kerle, ey. So. Wo haben wir denn Eisen? Eisen ist doch rot. Rotes Eisen, rot! Ne? Was ist das denn hier eigentlich? Der Rand der Welt oder was? Fallen die dann hier runter? Guck mal, Papa, hier ist das Ende. Unten ist dann eine große Schildkröte, die alles auf ihrem Rücken trägt.
mit vier großen Elefanten. Wo haben wir denn hier? Verflixtes Eisen. Ja, Yusuf, zeig mir so das. Ah, hier, leck's mir noch in den Tisch. Da, hier können wir. Hier liegen immer noch Pilze rum. Ich glaube, ich bin noch. Wir haben hier jetzt unseren Burggraben. Okay. Wir haben ja. Was ist denn dieses Schmiededing? Ist doch hier im Lager. So. Daneben im Lager gemacht, wo wir Materialien lagern. Eisen, Klumpen, Eisenbarren, Stahlbarren, Goldbarren. So. Kohle. Also alles, was damit zu tun hat, sollte dann gelagert werden. Gut. Dann haben wir dann eigenes Lager. Dann kommen wir hier. Gewitz. Ja, wir brauchen jetzt keinen Botaniker, Freunde. Ich brauche jetzt hier einen, der hier hart in die Erde greift und mal so richtig Klonk macht. Ihr versteht, was ich meine. Hier, so. Wenn man das hier komplett abbaut, dann haben wir Eisenklumpen und Kalkstein. Das geht. Dann haben wir so eine komplette Kante weggehobelt hier. Hm. Ob das so sinnvoll ist? Kommen die da überhaupt dran? Hm. Kommen die hier runter? Hm. Fragen über Fragen? Hm. Geht's hier eine Treppe runter? Ja, müsst ihr, okay, oder? Sind hier schon mal Räuber lang gekommen? Hier ist eine Räuberleiter. Ist das denn hier eigentlich alles? Kalkstein, ach du Jesus, hier gibt's ganz viel. Hier ein Pilzken. Hier ist Holz. Warum nimmt das keiner mit? Reif. Nehmen wir weg. Ja, okay. Dann machen wir mal hier. Marsch, Marsch. Hier hört auf mit der Beterei. Das bringt euch auch nicht weiter, Leute. Hier wächst ein Baum so mitten hier im Gang. Der wächst so durchs Dach, oder nicht? Ja. Okay, Spiel. Du willst das so. Ein Baum am Dach. Uff. Bisschen aus wie so ein Bienenkorb, ne? So, Bienenzüchter. Bienenzucht, gibt's das hier eigentlich? Das ist ja auch noch sowas Mittelalterliches, ne? Honig. Käse machen und so ein Gedöns. Ach ja, Rinder und Tiere sollen ja später in das Spiel noch eingebaut werden. Wir haben ja so eine Röt-Map. So Steinmetztisch. Wo können wir den bauen? Der braucht wahrscheinlich auch wieder Zeug, ne? Dann könnte man dann hier hinbauen und drumherum machen wir dann ein Gebäude für den Steinmetz. Die Platz ist belegt. Mich war. Willst du mich verhonebibeln? Ich hol den mal weg hier. Hm. Regnet schon wieder. Das ist deprimierend hier. Deprimierend, sag ich ja. Ich finde, dieses Dach ist schon. Hat was. Ist irgendwie. Hier noch Solaranlagen drauf und dann. Modern. Wie man es auch in vielen so Neubausiedlungen sieht. So bescheuerte Dächer, die eigentlich kein Mensch wirklich will, aber waren im Preis mit drin. Ah, guck mal an. Hier wird jetzt. Wo läuft die lang? Ich mach das von außen. Okay. Kann die Bäume jetzt eigentlich fällen hier? Ne, die bringen nichts. Die hatte ich ja irgendwann ganz am Anfang gepflanzt, ne? Ah, irgendwie auch nichts. Die Birken sind aber auch ziemlich gesund. Raum aus. Die wachsen aber ganz gut hier, wa? Warum gerade die so schnell wachsen und die anderen nicht? Das ist kein Mensch. Gut. Ist das so? So, hier hackt sich schon mal einen Wolf. Sehr schön. Jawohl, Aldrich mit seinem Helm. Der Hacker vom Dienst. Jawohl, gib's ihm. Hau ihn. Der böse Metallklumpen. Hau, gib's ihm. Ja. Ich möchte ihn nur motivieren. Hier haben wir schon mal einen Klumpen Eisen. Oh, das findet er nicht so lustig. Okay. Ja, warum macht das denn dann? Ist ja der Oberbergbaufutzi hier? Weiß ich gar nicht. Oh, hier geht's mal weiter. Ich werd verrückt. Wer ist denn der Oberbergbaufutzi bei mir? Kann man Oberbergbaufutzi? Bergbau. Bergbau. Hier. Andrik.
Ja, auch selber schuld, wenn du so gut bist. Und der Brenz. Okay, der würde da sich wahrscheinlich einen Fuß abpacken. Oh je. Yeah. Ja gut, der Caldwell könnte auch noch. Oder der Acid Flat. Acid Flat kann eigentlich fast alles. Außer Kochen. Und Zimmerhandwerk. Ja. Hm. Könnte aber auch Bergbau, ne? Interessanterweise. Hm. Spannend. Ja, aber der lernt ja auch am meisten dazu. Nehmen wir immer so eine normale 3. Das ist ja eh schon gut. Dann könnte man, wenn sie was dazulernt beim Bergbau, hat man noch einen dritten, der das kann. Man muss ja auch die ein bisschen fördern, ne? VHS-Kurse und so, die besser im Bergbau werden. Die baue ich in Kohleflöz ab in 24 Tagen. VHS-Kurs eine Woche lang. Jetzt für 79 Euro. So, jetzt sie hier. Ein Steinmetztisch, wunderbar. Damit kann man jetzt Kalksteinziegel bauen. Was mache ich damit jetzt? Ich mache mal einfach 10. Kann man immer gebrauchen, Kalksteinziegel. Was weiß ich. Hm. Kann ich damit jetzt so einen Kalksteinboden machen? Nee. Kann ich damit jetzt Kalksteinwände hochziehen? Ah. Jetzt könnte ich hier Burgmauern bauen, eigentlich aus Kalkstein. Da muss er aber viel arbeiten hier. Und dann hätte ich stabilere Wälle, ne? Falls irgendwann mal einer kommt mit so richtig Belagerungsgerät, da ist natürlich eine Kalksteinwand besser als so eine Holzpalisade, schätze ich. Okay. Damit können wir hier richtig was machen. Forschung. Okay. Kommt jetzt hier. Upsi. Jetzt. Eomer mochte zunächst. Was? Eomer? Okay. War das nicht der mit den Pferden? Eomer mochte zunächst geistesgestört. Und nicht noch einer. War aber einfach nur vom Schrecken überwältigt. Ein bemitleidenswerter, strauchender Körper mit Schwielen von Fesseln und harten Schlägen eines grausamen Meisters. Jo. Eomer bettelte, steckt mich, ich werde sterben, wenn man mich erwischt. Ja, Langfinger. Hm. Der ist auch 1,51? Okay, wir haben eigentlich einen diebischen Hobbit gefunden. Auch mit so einem leichten Übergewicht. Ein guter Schmied und Zimmerer und vielleicht ein Bau. Und kann sein, der klaut wie ein Rabe. Erwartet einen möglichen Angriff. 4 Waldbanditen, 2 Waldbanditen schützen und ein wilder Waldbandit. Auch nicht schon wieder. Können wir die nicht einfach lassen, den Typen? Komm, verpiss dich hier, wir wollen so Diebe hier nicht. Ich meine, er hat ja wieder auch einen Grund, dass sie ihn verfolgen, ne? Vielleicht ist er ja auch ein Arsch, man weiß es nicht. Mildtätiger Waffenschmied ist der Hintergrund von dem Fuzzi. Vorteile, gut, ein Schmied hätten wir dann, hm? Aber wieder kein Meisterschütze. Wir kriegen außer jetzt die beiden Mädels keine Bogenschützen hin hier. Gut, in die habe ich auch mehr Vertrauen jetzt als in die Typen hier, aber na gut, machen wir das, so. Kochen hat mir erforscht. Ach nee, hat mir nicht, oder? Huch! Immer kommt dieses Autospeicher mir dazwischen. Nee, Nahrung. Das haben wir noch gar nicht erforscht. Oder? Oder nicht? Doch, habe ich. So. Doch, das habe ich. Das habe ich erforscht. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich bin komplett verwirrt hier. Ein Schmied haben wir dann. Das heißt, er kann uns böse Hau-Hau-Waffen machen. Also Schwerter und Bärdichen. Okay. Bringt uns Holzwaffen 2 irgendwas? Das bringt uns so Flegel.
Und die können richtig Schaden machen, ne? Die Dinger, wie haben sie ja beschädigt? Und Schmieden, dann macht er auch Strahlkolben und Dings. Schwerter. Und Rüstung. Hm. Und wir haben jetzt die Schneiderei. Okay, wir machen eins nach dem anderen. Dann machen wir auch die Lehmziegel. Können wir die auch gebrauchen. So, eins nach dem anderen. Wir haben ja noch nicht mal die Schneiderei hier fertig. Ruhig. Und hier oben können wir jetzt hier Neues bauen, den Brennofen. Ne? Für Keramik, Ziegel und Fliesen aus Lehm. Hier haben wir den Nähplatz, Krankstein, Feuerstelle. Ja, wir brauchen eine Feuerstelle für unsere Küche. Kalksteinfeuer brauche ich 50 Kalkstein und 5 Eisenbahnen. Die habe ich jetzt. Jetzt sind die wieder Motzen. Die Sibyl, was ist der ihr Problem? Ist etwas hungrig. Ja, das ist was. Wir haben ja genug. Es verrottet nur alles hier im Lager, weil es keiner von euch Pennern abholt. Hier liegt genug rum. Ah, Moment. Haben wir hier unten endlich mal was gemacht? Im Keller? In meinem kleinen privaten Dungeon hier. Das hört sich verrucht an, aber ist nicht so gemeint. Wo ist er denn? Ich habe ja alles zugebaut. Ich finde ihn gar nicht mehr. Ach, hier. Ich muss das Dach mal wegmachen. Ich muss immer von oben jetzt immer in Häuser gucken. Das ist... Ah, Esseflat geht hier Fliesen legen, oder was? Gut, 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 gut. Okay. Hier wird überhaupt nichts gelagert, ne? Irgendwie. Hm. Ein bisschen spezialisieren. So, ist hier da unten am Arbeiten jetzt? Muss mal gerade gucken. Ne, runter, nicht hoch. Depp. Ich muss auch irgendwann mal nach oben bauen, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Hier ist noch Steinboden und hier haben wir jetzt... Da sind jetzt 2,2 Grad da unten. Hm, interessant. Ist wärmer als draußen wieder. Na gut, wir machen jetzt aber hier einen Lagerplatz. Und nur für Nahrung. Ausschließlich. Oh. Ja. Aber nicht für Alkohol, das haben wir oben. Aber rohe Mahlzeiten und Gemüse und so, das kann man hier unten gut lagern, glaube ich, weil es dann kühl ist. Runkelrübe, okay. Kann ich auch schon bauen, anbauen. Gemüse, eigentlich das Gemüse machen. Wann machen die das denn? Räucherfleisch, Räucherfisch fehlt eigentlich noch. Stockfisch und so, ne? Halt Fisch. Fischerei gibt es ja leider überhaupt nicht. Angeln am See. Ist ja auch noch eine nette Beschäftigung eigentlich. Naja. Hm. Diese Wände hier. Warum ist das hier unten so warm? Komisch. Also 2 Grad, ne? Und was macht der Evo mehr? Ach, da ist er ja. Ist er schon angekommen? Der Fuzzi. Da legt sich direkt mal pennen, okay. Hässliche Ausstattung. Der ist ein Benachteiligter. Der ist auch schielend. Oh nein. Dafür ist er vital. Hm. Okay, der heilt schneller Wunden. Oh Gott. Also, warum haben die alle den Silberblick? Naja. Er hat einen breiten Strohhut. Cool. Warum das? Na gut. Winterkleidung ist schwach, aber hat welche. Muss uns darum zumindest nicht kümmern. Gut, Waffen bräuchte dann noch. Bergbau, Schmieden ist sehr gut, Zimmerhandwerk ist gut. Intellekt geht so halt nichts, also zumindest kein Vollidiot. Heilen kann er auch ein bisschen. Immerhin. Bergbau geht auch noch. Bei Bauern kriegt er mehr XP. Bei Schmieden vor allem und beim Zimmern. Also Bögen, zum Beispiel, Holzgegenstände herstellen. Okay. Eomer Kirk? What? Ich dachte, der Urgroßvater Kirk, Captain Kirk oder was? Okay. Er hat immer noch Optimismus. Ist noch nicht lang genug da.
Mildtätiger Waffenschmied. Eomer konnte alles nach seinem Willen biegen. Insbesondere glänzendes Metall. Als ehemaliger Lehrling eines Meisters aus Chartres hatte Hammer und flinke Finger von Eomer lange Jahre in der Waffenkammer des Londoner Arsenals gearbeitet. Er hatte unzählige Leben gerettet. Nachdem die Apokalypse. Ich glaube, das ist manchmal so aus so Satzstücken zusammengebaut, dieser Text. Er hatte unzählige Leben gerettet. Nachdem die Apokalypse vorüber war, streunte Eomer zwischen den Mühlen umher und bettelte oder stahl Mehl und Brot zu backen. Er machte einfaches Ladenbrot und verteilte es an die hungernden Dorfbewohner, die sich gerade noch an die Trümmer ihres früheren Lebens klammern konnten. Das hielt Eomer beschäftigt und zielstrebig. Ein guter Mensch. Schmieden, Zimmerhandwerk und Kochkunst. Dann wurde auch verfolgt, weil er geklaut hat. Ja. Kochkunst? Plus 5? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber er hat 6. Ah. Na gut, das hat er mitgekriegt dann. Ja, okay. Na gut. Ist es so. Dann ist es halt so. So, sie macht den Boden weiter fertig. Okay. Plonk, plonk. Wir haben ja hier Steinboden gemacht. Kalksteinboden. Da bin ich mal gespannt, was das bringt hier. Diesen komischen Gebäude, das wir da gebaut haben. Das ist doch kompletter Quark, glaube ich. Aber gut, wir versuchen es mal. So, gehen wir mal in die Höhe wieder. Das ist ja die Höhe. Bing, 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 bing. Ich mag das Geräusch irgendwie. So, was will der Kerl wohl da unten jetzt? Der will zu Herr Boga, der Schlingel. Ja. Gut. Dann werden wir jetzt hier sagen, bei dem Lager, keine Nahrung mehr. Gut, den Wein kannst du hier noch hinstellen, ist mir jetzt wurscht. Aber alle Nahrung soll nach unten. Wo ist der Typ? Und der pennt noch, okay. Wir haben ja zum Glück ein Bett zu viel. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, hier ist unser Webstuhl. Ha! Der ist fertig. Ich höre bekloppt. Dann können wir jetzt hier ein... Wir haben gar kein Fenster eingebaut. Doch, wir haben ein Fenster eingebaut. Ja, Fenster wird überschätzt, muss ich sagen. Hier drin, wir haben gar nichts. Wir brauchen nur Heizung auch, ne? Brennt irgendwie. Wo waren diese doofe Heizung hier noch? Hier. Mal sieh mal. Was braucht die sonst noch? Regale, ne? Dahin. Nee, was brauchte die noch? Irgendwelche speziellen Regale brauchte die noch? Werkzeugregale. Werkzeugregale waren das hier, oder? Da. Werkzeugwandregale. Ja, sollen sie sonst auch noch machen. Dann machen wir das einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin. So. Vielleicht lagert die auch bestimmte Sachen da, man weiß es ja nicht. So, dann hat die hier ihr Reich. Und dann könnte man auch noch ein normales Regal Entschuldigung, hinstellen. Dann kann die da Textilien lagern. Wenn die fertig hat. Das war eigentlich viel zu groß geworden, Raum, hat das Gefühl. Ja, Fenster waren wir jetzt sparsam, aber gut. Ist auch das finstere Mittelalter. Dann könnten wir hier nochmal. Oh Gott, Mama, hier. Ich bin ja nicht so. Und Holzfackel hier rein, hat sie ein bisschen Licht, damit sie sich nicht in den Finger sticht. Hier, das reimt sich. Wow. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Bäume. Hier ist das kaputtes, damit wir was Holz kriegen. Die liegt eigentlich noch draußen rum, oder? Hm. Was liegt denn hier eigentlich immer noch rum? Ach, ein Dolch. Gut, denn auch. Ist der immer noch am Pennen? Ja. Na gut, ich habe da seitdem auch nicht mehr gestartet. So.
Wir müssen jetzt hier alles Essen nach unten bringen. Dass hier nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt ist. Hier haben wir Zeug. Okay. So, dann können wir als nächstes dann in der Küche diesen... Ich den hier alles rum. Alter Falter. Warum lagert das denn da keiner? Nee, mein Freund, du gehst mir jetzt mal gleich hier in das Lager und suchst dir mal ein paar Waffen aus. So. Können wir die dem geben? Mach dich den hier mal rum. Wir haben einen Speer. Der 3,66 Schadenspunkte. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn er nochmal macht Einzelkämpfer, ne? Der hat keine Bogenfähigkeiten. Naja. Nahkampf ist aber absolut. Bups. Absolut schlecht. Okay. Dann müssen wir wohl eher einen Bogen geben. Ja. Ja. Oder? Hm. Sind besser als gar nichts, ey. Oder eine Axt, ich weiß nicht. Ja. Warum kann man sowas nicht wegräumen? Das fehlt irgendwie noch ein bisschen, so diesen Müll hier los wird. Da sieht man in diesem Käppchen da mit einem Schadenspunkt noch. Die ist ja so kaputt. Ja. Hier liegt noch so ein Dolch rum. Ja. Hm. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Noch ein Bogen? Wir hatten noch zu viele, oder? Hier haben wir nichts dergleichen. Hier haben wir einen Langbogen. Den kann er aber nicht benutzen. Denke ich mal. Hm. Und keinen Kurzbogen mehr. An den habe ich den links gegeben, ne? Hier hat der Sibel. Wir kriegen ja auf jeden Fall Besuch. Das wissen wir schon. Was lag denn hier noch rum? Hier liegt doch noch ein Bogen, oder? Das ist ein Kriegsbogen. Kann er den nehmen? Ne, muss der Meisterschütze 10 sein, also das bringt nichts. Sonst habe ich auch nichts brauchbares, wenn das immer noch hier liegt, ne? Naja. Nee, gut, dann bleibt nicht so, dann muss er leider Nahkämpfer werden. Nahkämpfer werden, auch wenn du da nichts taugst. Aber, dann nimm einen Holzspeer, mein Freund. So. Was hat der für Klamotten nochmal? Winterzeug, ne? Wollwinterkleidung. Schwach, aber die geht. Minus 18 plus 1 Grad. Und noch irgendwas anderes für den vielleicht mitziehen oder so? Nee. Winterkleidung aus Leder, solide. Ist auch nicht viel besser, ne? Bisschen vielleicht. Die hat 88 Trefferpunkte. Die 74. Entschuldigung. Dann nimmt er vielleicht SLD. Diese Fesseln auch alle noch hier liegen. So ein Schaß, ey. Ja. Und dann nimmt er die Winterkleidung da. So, was hat er jetzt? Kein Problem. So, sonst habe ich leider nichts zu denen, ne? Na gut. Ja. Müsst ihr mit leben. Hier haben wir jetzt die... Was ist das? Gemüseabfallhaufen? Wo liegen die hier? Die sind noch hier runter. Yes, wenn man dir nicht alles sagt...
nicht fertig. Den Abfall nicht hier in der Bude haben. So. Der ist jetzt auf Botanik 20, okay. Hat hier jetzt ein Problem. Verliert Bewusstsein, was ist mit der los? Erschöpft. Esselflat. Okay. Was ist mit der passiert? Arbeitet die zu viel? Okay, dann machen wir hier bei ihr vielleicht eher mal noch eine. Vielleicht war das etwas übertrieben hier mit diesem Arbeiten morgens direkt zu viel. Das sollte natürlich nicht sein. Ja, räumen wir da ein bisschen auf. So. Kann man jetzt hier den Herd hinbauen eigentlich? Kalksteinfeuerstelle. Das war. Holla, die Waldfee. Das ist ein Riesending. Ja, dann können wir jetzt hier so direkt vors Fenster hauen. Ja, warum nicht? Ist ja wurscht, aber. Da ist ja ein Oschi hier. Ich will nur das Regal da umsetzen. Da ist die Tür, ne? Wenn ich die Wand da jetzt rausnehme, wird es kompliziert. Alles entfernen. Die sollen dann nichts mehr reinlagern. So, der klopft sich hier in Wolf, sehr schön. So, fehlt noch ein Feld zum Müll. So. Das sind so einfach. Immer hast du eine andere Farbe. Komisch. Naja. Okay. Ich habe überhaupt nichts gelagert. So. Was macht denn unsere Nähkünstlerin hier eigentlich? Nix. Oh, hier ist aber schön mollig warm jetzt bestimmt, oder? Nein, weil es ist gar kein Dach da. Oh Mann. Ich Idiot. Ja, da war doch noch was. So, ein Reetdach, weil wir haben ja so viel Stroh gelagert. Dann ist das auch mal weg. So, jetzt sieht das auch mit Dach an sich ordentlich aus. Hoffentlich. Ja. So, was können wir denn hier machen? Eine Winterkleidung. Im guten Zustand. Hier haben wir eine Sommerkleidung. Hier haben wir ein Hütchen. Breiten Strohhut. Das ist das, was der Dings trägt, ne? Kappe. Gut, können wir ja mal machen. Machen wir mal einen Kapp, ne? Die haben ja alle keinen Kapp. Okay. Einen komischen Strohhut. Ja, hat ja nichts, wenn man zwei Kappen macht. So. Haben wir mal zwei Kappen und danach einmal Winterkleidung. Mal sehen, wie das. Ob die besser ist, als das, was die tragen letztendlich. Was die hier schneidert oder nicht. Na, Strohhüte. Wofür Strohhüte gut? Wenn die Stände mehr Komfort im heißen Sommer, würde ich das verstehen. Aber steht nichts davon. Gut, ist auch wurscht. Machen wir mal. Ah ja, der ist hier Kohle abbauen. Hier haben wir jetzt ausgeschachtet da. Der kloppt hier den Dings. Hupsili! Gewalttätiger Erpresser! Verschwundenes Eigentum. Der Unmensch sprach sanft, aber bedrohlich.
Eomer gehört mir. Gebt mir meinen Sklaven oder ihr werdet alle leiden. Das klingt wie mein Vermieter. Es war ihm todernst. Nein. Kannst du mich am Abend besuchen, mein lieber Freund. Dann trinken wir einen zusammen und bei dir ist am meisten Menge Gift drin. Sie weigerten sich natürlich. Haha, und wir griffen zu den Waffen. Und dort kommen sie, die Scherge des Bösen. Schon wieder. Ach Gott, ey. Können sie unterwegs hier vielleicht Probleme mit den Wölfen kriegen? Das wäre lustig. Und wo kommen die jetzt? Von da. Meine Abwechslung. Nice. Warum? Warum von dieser Seite? Die gehen bestimmt als erstes an das Tor und dann an das. Könnten wir hier, haben wir noch Zeit, hier noch ein paar Fallen zu bauen? So. Und bis die kommen, haben wir ja noch ein kleines bisschen Zeit. Oh, jetzt geht's los. Was haben wir denn noch für Fuzzis? Kronenhafen. Okay. Komische Maske Opter. Okay. Die kommen hier mit Hellebarden an. Spieß, Schwert, ein Bogen. Oh. Das sieht nicht schön aus, das Ding da. Ei, okay. Wo laufen die denn lang? Auf mein wie lang, wo laufen die denn? Wo kommen die denn da runter? Wo ist denn hier ein Abgang nach unten? Die Hirsche müssen ja auch da irgendwann gekommen sein. Müsste irgendeine Treppe sein. Das nur mal im Auge behalten. Sehe ich jetzt nicht. Muss ich irgendwie lang laufen? Wo wollen die denn hin? Okay, die gehen da lang. Auf das Tor gehen die. Ah, okay, die gehen auf das Tor. Achso, wie Dings ist, macht das. So. Dann stelle ich schon mal direkt da auf. Die klappt noch schnell die Fallen zurecht und dann auf Wiedersehen. Wo rennst du hin, Ondrik, du doof? Ah. Zu den Waffen! Sammelt euch, Leute, sammelt euch. So, gucken, wo sind die Fuzzis? So, die suchen jetzt erstmal einen Weg. Doch jetzt eigentlich den Wölfen begegnet sein, oder? Die sind da, die haben sich verpisst. Okay, würde ich jetzt auch machen. Aber ist ja lustig, wenn die Wölfe probieren jetzt in jeden anzugreifen, der in ihre Nähe kommt, hätten die dann auch Probleme gekriegt. Okay, das dauert noch eine ganze Weile, bis sie da sind. Okay. Wo sind denn meine beiden Bogenschützen? Die könnte man doch jetzt oben hier hin stellen. Esel fährt auch hier hin. Hier hin. So, irgendwas mit der Scheißmaus. Ich will hier nicht selektiert haben. Also hier müsste man jetzt raufrennen können, wenn ich das nicht falsch verstehe. Dann könnten die Gegner schon mal und direkt unter Feuer nehmen. Dahin. Wo steht sie jetzt unten? Also die läuft hoch, oder? Nee. Dann läufst du dahin. Gut, dann haben die, können die von da oben runterschießen, oder? Und sind dann ein bisschen geschützt, hoffe ich doch. Diese Palisaden da. Wenn diese Deppen hier langlaufen, kriegen sie ein paar verbraten. So. Eomer steht tapfer ganz vorne. Ja, das ist nicht gut, mein Freund. Zieh du dich lieber ein bisschen zurück. Oder wir versuchen hier von der anderen Seite zu kommen. Stell dich lieber hier hin. Du bist eh der schwächste Kämpfer.
Nee, jetzt ist die, wird die bewusstlos. Ich glaube, Spinne. Jetzt. Ausgerechnet jetzt. Ich fasse es nicht. Kann ich den beschießen von da oben? Tatsächlich. Ah, da hat er daneben geschossen. Nein! Wenn der beste Schützin pennt. Ha! Er ist jetzt in die Falle gelaufen hier. Und hat Schaden genommen. Funktioniert also, okay. Oh. Jetzt verfehlt ihr den. Ich hoffe, diesen besseren Schützer als der da. Okay, dann baut ihr euch hier auf. Wir versuchen also nicht hier herumzulaufen. Von der Seite noch zu kommen, oder? Nee. Und was machen sie jetzt? So, den haben wir gut getroffen. Wir rennen jetzt hier ratlos rum, okay? Ich komme aber nicht auf die Idee, jetzt hier hinzukommen. Dann könnten wir ihn ja hier so mal als Reserve behalten. Aber dass die jetzt pennt hier, ey. Gibt's nicht. So, jetzt müsste den Gegner durch den Bogenschützen langsam weg haben, okay? Gehen Sie mal los. Jetzt nehmen wir den hier, bevor der noch hier wo so sinnlos rumsteht. Das ist ein gutes Ziel. Speicherung ausgerechnet jetzt. So. Gut, der rennt jetzt durch die ausgelösten Fallen. Das ist jetzt doof. Den haben wir aber auch schon gut eine verpasst. Treffer. Sehr schön, sehr schön. Wo ist denn Esselflat jetzt? Jetzt ist schlafen gelegt. Okay. Eieieiei. Jetzt pennt die, ey. Ich glaub's nicht. Ich bin der beste Schützin. Tür hält noch. Okay, vielleicht brauchen wir doch stärkere Türen. So, nächste Forschung. Verteidigungsanlagen. Können wir uns ja schon mal einstellen. Hier liegen ja wieder so viele Bücher rum. Warum? Ich verstehe das nicht. Machen wir mal für immer. So, Sibyl macht das aber jetzt hier mit dem Bogen ganz gut. Hat den Colin hier schon mal gut eine verbrezelt. Sehr schön. So. Der ist jetzt eh nur noch. Komm, ein Treffer noch. Dann ist er weg. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sibyl ist verlassen. Diese Position hier war eine gute Idee, glaube ich, das zu bauen. Da kommen ja noch mehr von den Fuzis, ey. So, den haben wir auch schon mal getroffen. Was haben die denn noch hier? Der sieht garstig aus. Den wollen wir dem auch nicht verpassen. Der Michel, all die Michel heißen, ganz, ganz miese Typen. Man muss aufpassen. Der humpelt aber auch schon. Ne? Der hat schon eine gekriegt. Der hat jeden schon mal eine verpasst. Das ist gut. So. Die Fallen nehmen alle halbwegs ausgelöst. Die bluten auch schon ganz gut. Keiner versucht aber auf ein anderes Tor zu gehen. Jetzt. Alle auf ihn. Haltet sie auf! Kann sie jetzt nicht ihn erschießen. Ah. Waldbrand Svetrik ist tot. Ich dachte gerade Waldbrand, wieso? Und die schläft einfach, ich glaub's nicht. Mann. Kommt hier drei jetzt.
Oder, ja, alle auf den. Der andere kann das hier alleine. Oh, ja, komm. Der ist bald hin. Und du bist jetzt hier. Der Sibir. Leider ganz schön eine mitgegeben hier. So, der ist gleich tot. Gewonnen! Gott sei Dank, das war jetzt. Oh je, Sibyl Thorn haben die meisten Schaden. Oje, oje, oje. Aldrich Wallace setzte die meisten Treffer ab. Okay, also dann mit dem Schild und Zweikampf. 5 Feinde haben gekillt. Sibyl Thorn war die tapferste. Ja, die andere hat ja auch gepennt. So. Alle auf den hier. Kommt, Leute. Helft ihm. Alle auf den rauf hier. Los. So. Zack. Wunderbar. Der verpisst dich. Können wir noch hinter den her. Los, Eomer, gib's ihm! Mach Schaschlik aus ihm! So, dann ist jetzt. Ich glaube, der kann die Sibyl ins Bett tragen. Neben Ethel Flett, die ja die ganze Zeit pennt! Oh. Und die können wir wieder demobilisieren. Ja, Eomer lässt ihn laufen anscheinend. Oder ist leider fußlahm. Komm, Hobbit, kriegst ihn. Du bist ein falscher Heini. Lauf hinterher, du Trottel. Der läuft ja nur noch praktisch einbeinig. Den wird ja wohl noch kriegen. Ich habe hier nur Personal, das nicht taugt hier. Ich glaub's nicht. Naja, was soll's. Hier sind noch ein paar Bäume, die wir fällen können. Ich bin gerade vorbei, im Vorbeigehen. Hab's gesehen. So, jetzt müssen sie erstmal alle verarzten hier. Oh, Jesus, Maria, ey. Und die müssen wir demobilisieren. So, den mal schon mal fertig machen. Und der kann dann die anderen heilen, wenn er fertig ist. Oh, Ethel Flett, ausgeschlafen? Ich glaube, ich bin, ey. Stellt die Sibyl mal wieder her, die ist halt tot. Gebrochene Nase, ausgerenkte Schulter, gebrochene Arm. Alter Falter, was hat die gemacht? Ja, zwar im Zweikampf mit ihrem Bogen, ne? Aber Bogenschützen kannst du ja leider nicht eine zweite Waffe geben. Ist ja das Blöde. Dann hätte sie noch mal im Dolch kämpfen können. Wo ist mein Eomer? Ist der immer noch? Ja. Jesus Maria, ist das ein Gedöns hier. Erntet mal was, wir Hunger ab, Leute. Oh, yeah, yeah, yeah. So, der Brent hat es auch was abgekriegt. Durchbohrter Armmuskel. Okay. Damit ist auch nicht mehr so ein guter Holzhacker wahrscheinlich. Oh, yeah. Ja, die haben alle was abgekriegt hier. Oh, na gut, immerhin haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste. Die Schweinehunde. Was haben wir hier liegen? Holzspeer. Winterkleidung. Müssen wir wieder Gräber anlegen.
Fittiche aus Eisen, schwach. Hier. Ein Stab. Nein, ein Stab. Okay. Der hat aber gute Schadenspunkte. Wilder Holzmaske. Okay. So, die haben wir auch ordentlich hier. Fertige aus Eisen, 3,8. Holzmaske. Schöne Rüstung, wäre mir lieber gewesen. Na gut. Den hier haben wir auch an wieder gestrickt, ja. Hier haben wir wieder einen Bogen. Das ist gut. Den können wir gebrauchen. Wollsinterpretation brauchen wir nicht. Toten auch nicht. Wenn ich noch irgendwo einer. Und das Ding können wir wahrscheinlich schon gebrauchen. Die haben 3,08 Schadenspunkte. Die hat dann auch. Okay. Können wir die nehmen? Dann haben wir einen Helm. Okay. Den können wir auch noch brauchen. Und hier haben wir nochmal eine Axt mit 3,56. Okay. Das ist auch nicht so schlecht. Der Rest ist eher, ja, Schrott. Wir haben einen Stab. Ja, der Stab hat aber gute Strefferpunkte. Hohe Rüstung und Schildschaden. Kampfstab oder was? Und Shaolin-Mönch hier. Jetzt hier noch diesen Holzspeer. 3,08. Hat er nicht einen Holzspeer? Das hat der für einen Schaden? 2,33. Hm. Der hier hat dann 3,08 ist besser. Und er könnte auch hier das Ding nehmen. So. Nimm das Ding mal. Das ist vielleicht was besser. Das hat was mit dem du rumfuchtelst und den Helm kannst du auch noch nehmen. So, dann hat er das. Die Kleidung ist wohl nicht besser als das, was er anhat, denke ich mal. Hinterkleidung aus Leder solide. Ja, hat er auch schon. Okay, dann kann man nicht so viel machen mit. Kann man den. Ja, den kannst du zumindest eine Leiche jetzt schon mal wegtragen. Wir haben ja schon mal ein Grab hier ausgehoben gehabt. So, jetzt müssen wir aber mal sehen, dass wir Sibyl hier auch wieder ganz kriegen. Ist sie wieder am, ist sie unter der Lebenden wieder? Warum arbeitet die jetzt? Oh. Ich glaube, der sollten wir mal, wo ist sie denn? Bin ich blind? Hier. Ja, so. Die sollte vielleicht noch ein bisschen früher ins Bett. Was hat mit der jetzt hier? Fröhlich, die ist jetzt fröhlich. Mom. Ja, die hat auch keine Toten gesehen, oder was? Sehen wir viel mal eine Leiche, ja. Aber der hat ja gut ausgeschlafen. Das ist scheiße. Das gibt's nicht, ey. 40 Nickerchen. Ich denke, die brauchen nicht so viel Schlaf. Ich glaube das echt nicht, ey. Der ist ja der Silberblick und Vital. Ja, okay. Die hat auch nichts abgekriegt. Uff, sage ich da nur. Ja, Brent müsste sich auch mal was erholen. Der ist noch angeschlagen. Komm, natürlich dann hier ein bisschen Freizeit. Um 15 Uhr kann man ein Bier trinken gehen. Eieieiei. Nee. Was transportiert denn die jetzt? Boah, ey, die gebrochenen Arme ausklingt, da geht die noch arbeiten mit. Ey, das ist ja echt vorbildlich, die Frau. Ja, die Männer hier alle pennen. Ja. Ja, es ist, wie das dann oft so ist, ja. Ist so fletzt fröhlich, ja. Wie sieht's denn mit der aus, was die Fähigkeiten angeht? Man kann die heilen. Heilkunst. Medizin ist schwach, ja. Ja, aber vielleicht reicht's für Brent. Weigerlich. Bisschen. Beim Brent kann man eh nicht mehr viel falsch machen, kann man auch einen Amateur dran lassen. Irgendjemand schon mal hier einen Gegenstand hergestellt in dem Ding hier? Ah, wir haben jetzt ein Dach. Ah, wir haben eine Werkstatt. Hey, cool. Das gilt jetzt als Werkstatt. Das heißt, wir haben den Bonus auch.
Erhöhte Produktionstempo. Nice, nice. Nice, nice. Ich glaube, 3 Regale brauchen wir gar nicht, ne? Was machen die damit? Nee. Komm, das brauchen wir nicht. So. Hier kann man mal, ja, was reinlegen. So, und nähen, da waren ja hier die, voll die Cracks hat man ja, ne? Schneidern. Schneidern 14. Der war eher der Schmied. Sibyl war hier die Profifrau. Warum habe ich denn der keine? Schneidern 13, 18. Das kann jetzt keiner toppen. Ja, der hat auch. Audrey kann auch schneidern. Aber muss nicht. Also es reicht, wenn einer macht, glaube ich. So. Das hat mir die Mädels auch noch eine Art Rüstung geben hier. Und sie hat nur Wollwinterkleidung, keine Kopfbedeckung. Noch keine sonstige Rüstung. Wir haben hier leider rüstungsmäßig nichts. Also, was ist das mit so einer dämlichen Holzmaske? Ein Strohhut, der bringt uns nichts. Das ist nur Kleidung. So eine Kappe könnte sie vielleicht gebrauchen. Aber kann sie auch selber machen, vielleicht. So, naja, okay. Hier liegt auch noch was. Hier liegt noch eine Axt. Und liegt die immer noch, Jungen. Bei manchen Sachen weiß ich nicht. Da räumen die ewig nie weg. Wofür haben wir diese Ständer hier, frage ich mich. Wenn da nie was reinkommt. Ist da unten jetzt was? Die müssten doch jetzt da unten eigentlich Nahrung lagern, oder? Ach, diese blöde Ansicht hier muss weg. Ne, hier liegt gar nichts. Hier liegt nichts. Aber gut, die meisten pennen jetzt auch und transportieren nichts. Ja. Nach dem Kampf hier. Okay, mal sehen, wie sich das entwickelt. Mann, oh Mann. Sibyl müsste jetzt eigentlich jetzt hinlegen auch. Aber die spielen jetzt eher mal eine Runde. Na, okay. Sollen sie das, wenn es zur Genesung beiträgt. Aber warum hier Müll rumliegt, weiß ich auch nicht. Wir haben einen Müllplatz. Und der wird noch nicht mal richtig genutzt hier. Komm, der neue darf mal ein bisschen mehr Dreck transportieren. Der Einzige arbeitet, aber gut, der ist auch fit noch. Brand ist ja noch halbwegs fit. Und Caldwell ist auch noch halbwegs fit. Der könnte uns auch behandeln und gesund pflegen. Und der pennt jetzt selber erstmal. Gut, ist ja okay. Sei es ihm gegönnt. Jetzt haben wir schon wieder eine Schlacht geschlagen hier in unserem Ort. Die Dinger müssen nochmal wieder repariert werden. So ein kleines bisschen haben wir ja doch genutzt hier. Der eine ist ja da voll reingelaufen. Und das hier ist mal eine gute Idee, glaube ich. Das müssen wir noch weiter ausbauen. Dass die hier von da oben schießen können. Müssen wir eigentlich an jeder Ecke machen, so ein Ding. Denn hier? Ach, das ist eine Tür. Ah. Ah, das ist doof. Muss eigentlich die Tür da wegmachen. Ah. Was ist hier die nächste Tür da? Bis hierhin. So. Und dann können wir da noch jeweils was hinbauen. Hier ist ja eh ein Aufgang. Ja,
haben hier auch eine Möglichkeit, so in jeder Ecke jeweils einen Bogenschützen zu stehen zu haben. Wenn wir das so bauen, hier kann man eh. Hier müsste noch, aber da kann ich nichts hinbauen, so großartig. Das ist ein bisschen Problem, ist ein bisschen eng. Könnte ich noch durchlaufen dann? Ja. Oder ich mache das anders und baue es außen rum. Kann ich ja die auch machen. Ich reiß das ab und baue es außen. Können wir auch. Warum nicht, ne? Gut. Mann, oh Mann, haben wir wieder eine Schlacht geschlagen? Was liegt denn hier alles? Gerstehaufen. Ah, wir können Bier. Wir können Bier brauen. Brandsbroll. So, Bier brauen. Dann gucken wir mal, wie viel da rauskommt. Jo, Sibyl betet. Ja, sie hat es auch verdient. Dass sie zu ihrem komischen Gott da betet, hat sie alles überstanden. Den Schrecken der Schlacht. Und ich sage dann mal gute Nacht oder guten Tag und auch auf Wiedersehen. Also vielleicht ist sie jetzt ja voller Energie, die macht jetzt alles hier. Das einmal Ausschlafen so bewirkt, das ist. Yes, ist mal mehr. Alter Falter, ey. Naja, gut, ist halt so, wie es ist. Ja, dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Going Medieval, welche Schlacht schlagen wir da? Diesmal die am kalten Buffet oder die gegen die garstigen Räuber? Das werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Heidi ho!